Ich gehe wieder hier aus Podest. So, dann steig mal ein, Leichtmatrose. Vorsicht, Steine da, ne? Denn ich ziehe das noch ein Stückchen vor. Hallo Daniel. Und Schwung in die Bude. Ah, zack. Ui. Oh, das läuft doch. Ja. Daniel, alles im Grün da hinten, grünen Bereich? Grünen Bereich hier bei mir. Ja, dann ciao, ciao, Bächlein. Attacke. Ja, dann. Daniel, nutzt du auch die Zeit für einen kurzen Smalltalk, jetzt wo es so ruhig ist. Du genießt ja gerne mal die Ruhe. Jetzt ist es nun mal die Lippe, also nicht der Fluss Ruhr, sondern die Lippe. PB Ruhrpott, also Paddelboot Ruhrpott. Steht da jetzt draußen nicht drauf? Nee, weil wir das ja noch nicht gestrichen haben. Das kommt erst, wenn das gestrichen ist, da drauf. Also ich bleib dabei, die Patina auf diesem schönen Bötchen hier, auf dem schönen Kanu. Zweifelst du schon, ob du vielleicht doch nicht lackierst? Nein. Nein? Nein. Ah! Also es wird gestrickt. Schwarz und weiß. Aber war trotzdem auch cool, mal so damit zu fahren. So, du paddelst und ich gehe wieder meinen Aufgaben nach, so wie gestern, richtig? Richtig. Super. Ja, der Daniel hat mich hier als Smoothie eingestellt und als Deckmann. Geht schon den ganzen Tag. Gestern hat er mich ohne Kamera gesagt, ja, mach doch mal wenigstens an. Nö, nö, das machst du so. Da hat mich das ganze Boot schrubben lassen, ey. Ehrlich. Auch außen. Sag mal, guck mal, ob irgendwo Muscheln dran sind. Mach die ab. Sag ja, sicher. Aber Bootspflege gehört nochmal dazu, ne? Dani, wie sieht das aus mit reinspringen? Zu kalt, das kann man im Sommer machen. Und vorsichtig, ne? Also manchmal ist es gar nicht so tief. Also ich habe schon den Grund ein paar Mal gesehen. Ja? Ja. Ja, also zumindest ein Grund, ey. Ja. Also wenn wir, Daniel, wenn wir echt überlegen, ne, diese Stückchen, ihr müsst euch halt immer sicher sein, auch mit so einem Kanu kann man auch mal Kontakt haben. Und zwar mit dem Grund. Und auch da einfach mal das Internet nutzen, um ja, festzustellen, wie fährt man eigentlich richtig auf so einem Gewässer. Ne, weil auch in den Kurven und Co. Da sammeln sich ja gerne Kurven und Biegungen, sammeln sich ja gerne mal auch dann, ja, alles, was irgendwie mit dem Fluss mitgerissen wird. Unter anderem natürlich auch Steine, Sandbänke. Das heißt, auch da fuchst euch mal rein, schaut mal im Internet nach, wie fahre ich richtig Kanu. Gibt's wirklich, wie Sand am Meer, im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt's richtig schöne, schöne YouTube-Kanäle oder halt auch, was zum Nachlesen. Lektüren. Haben wir sonst noch was da hier? Nö,
Wir haben wieder gut gepackt, ne? Ging auch fix. Auch da ist halt so, ne? Wenn man dann einmal so ein Kanu gepackt hat, ja, dann weiß man, wie es geht. Ne? Ist gar kein Hexenwerk, ne? Ja, Daniel. Ehrlich, das ist das Kanu kann man auch ein bisschen missbrauchen als Zap. Da sage ich euch ganz klar da draußen, wenn er das nachmacht hier mit der ja, im Kanu zu stehen und zu paddeln, dann seid euch sicher, dass ihr das könnt. Ich kann es, denn ich fahre schon sehr lange auf dem Stand-up-Paddle bzw. habe vorher auch schon surfen gelernt und. Also ich bin da, ich kann das. Das heißt, hier drinnen stehen, schön austarieren und ja, auch hier wieder, ne? Tiefenentspannung. In der Ruhe liegt die Kraft. Ach, geht das gut? Daniel, das funktioniert. Oh. Ganz schön wackelig hier. Dann, ich hätte noch einen. Lehn dich mal romantisch zurück. Mal ein bisschen so, ich denke an die Stadt der Liebe. Ich denke so an Italien, Venedig. Hättest du Bock? Fang an, sagt er. Oh sole mio! Oh sole mio! Zwei Kanuten fahren auf die Lippe. Und? Er sagt nichts. Ich höre ja schon auf, Daniel. Bevor es hier eine Meuterei gibt. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Da stand aber auch kein Sackgassenschild, hör mal. Kannst du ihn noch da reindrehen? Daniel! Daniel, meinst du, da ist Tortuga? Nö. Was nö? Da ist doch kein Tortuga, ist doch viel zu klein dafür. Gott. Warte. Bear Grylls, Alter. Der wird sich kaputt lachen. Vorsicht. Ja. Ja. Machertypen. Was eine Achse, oder?
wie in Venedig, mit den Brücken, wo die dann runtergehen. Ja, das passte gerade so. In Berlin, das war auch ganz eng. Packe ich euch rein, die Folge, wo ich in Berlin war, einen Tag. Ganz spontan. Nein, war schon geplant. So. Paddel, mein Freund. Ja, Daniel, ist für dich. Er geht auch alleine. Only for you. Genieße. Dein Projekt fährt. Und zwar auf der Lippe. Bum, 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 bum. Im Rhythmus, Daniel. Bum, 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 bum. Vielleicht nimmst du mal kurz die Kamera in der Hand, da kann man auch mal gucken, wie ich hier so sitze. Das ist der Aussichtsposten. Jo. Ich schaue in die Ferne und sehe weit und breit nur Felder. Ja. Super. Wie ich wieder paddeln kann. Ja, ja, gib mal Gas da, ne? My pony is over the ocean. Servus! Das ist die Reiterstaffel aus Wesel. Aber reiten die nicht eigentlich auf dem Esel, Daniel? Hey, guck mal. Oh, guck mal, eine Schaukel. Bei Daniel ist das immer so, er sieht was, wo wir halten könnten, dann denkt er kurz drüber nach und wir fahren immer vorbei. Wolltest du da jetzt schaukeln, oder? Ja, wäre mal ein Highlight gewesen. Jetzt naja, ja, pff, wir fahren weiter. Wir sind ja jetzt schon wieder einen Kilometer dran vorbeigefahren. Ja, jetzt im Sommer, hätte ich das gemacht. Aber ja, klar, im Winter nicht, ne? Hast ja, ja. Nicht? Ja, ich habe Neopren mit. So, Daniel, wie war das nochmal mit dieser Route und mit der Leine nicht drüber fahren, ne? Ja, Petri Heil da hinten! Ja, schon was gefangen? Ja, ein Döbel. Ah! Oh, Döbel. Baby-Barsch-Alarm, sagt man ja so schön. Genau, Barsch-Alarm. Frohes Schaffen! Danke. Kannst ja nachher mal ein paar Rauchzeichen geben, dann kommen wir vorbei und essen Fisch. Okay, mach ich. Ja, Daniel. Dein Angelkollege, wie sagt man das? Soll ich sagen, Angelkollege, ist doch, hört sich doch gut an. Ja, ne? Cool. Haben wir das auch erledigt? Oha, Daniel. Hast du dich schon unterschreiben lassen? Frischfleisch. Cool, ne? Ja. Das ist Natur, ne? Und hörst du das knistern? Ja, hier. Hör mal, Daniel, was ist denn, wenn wir hier unsere Powerbank laden? Oh, ist schnell fertig, ne? Capitano, Capitano! Queren der Tonnenlinie verboten in 100 Metern. Daniel? Deine Arbeit. Drück mal das Horn! Da ist gar keiner drauf. Drück nochmal. Boah, Schwede, ehrlich, das wird eine knappe Kiste. Ja. Dann machen wir das mal nicht, ne? Fahren wir schön außen rum. Oh, da ist die Kette. Und da ist die Fähre. Ja, das ist so eine Fähre, ne? Quertreiber, guck mal. Servus! Ja, Wasser! Wasser, ach, gibt's doch gar nicht. Wir haben gerade Wodka gehabt hier. Haha! Von der. Hey, hör mal, die Wunder ist nicht. Ey, soll ich dir mal was sagen? Wir hätten hier wahrscheinlich gar nicht durchgedurft. Der Tonnenlinie, du darfst die Linien da nicht. Genau. Die gelben Dinger. Ist ja nicht gesperrt, du darfst nur die Linie nicht kreuzen. Daniel! Ja? Eine Insel mit. Ui! Entschuldigung!
Konnte ja keiner ahnen, dass da einer wohnt. Dann ist das die Insel, die du meintest, wo wir vielleicht übernachten? Die könnte man nehmen. Ey, ist ja gar nichts los, ist ja. Eine Partyinsel ist das nicht, Daniel, oder? Nee. Naja, hast du schön ausgesucht, aber ich glaube, wir fahren weiter. Herrlich. Ist vom Flugplatz Wesel, ne? Geh ich mal von aus, ne? Ja.